Ich weiß nicht, ob ihr bereit dafür seid. Nein! Schauen Sie! Sehr vorteilhaft, ich bin heute bei Micha. Hi! Schon wieder? Es ist halt die Sache mit kurzen Haaren, ihr könnt jeden Monat zum Friseur rennen, aber es ist halt auch geil. Wir machen heute was ganz Verrücktes. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel sehen, ich bekomme eine Dauerwelle. Es ist soweit. Der YouTube-Oma-Genuss ist the realness today. Ich habe mich noch nie gefilmt, wenn jemand die Haare schamponiert. Das ist sehr merkwürdig. Okay, bis gleich. Micha, was machen wir heute? Wir vibrieren deinen Kopf auf. Okay, sehr effektiv, ja? Also wir machen jetzt erstmal die Seiten wieder kurz. Oben drauf schneiden wir ein bisschen bei, weil es ist jetzt auch schon wieder anderthalb Monate, ja, dass ich einen Schnitt bekommen habe. Wie ist das mit der Dauerwelle eigentlich? Brennt das auf den Kopf, die Blondierung, oder? Nö, die Flüssigkeit, die riecht ganz toll. Der erinnert so ein bisschen an unsere kleine Farm und da riecht er, als hätten jetzt zwei Kühe auf den Kopf abgekackt. Aber, dass die Dauerwelle-Flüssigkeit brennt, habe ich eigentlich noch nie erlebt. Okay, gut für mich. Soweit, so gut. Schnitt ist da, jetzt wird gewickelt. Wickeln Sie mich. Mal ganz viele Haribo-Lakritz-Stangen. Die Wickler sind drauf. Es ist ein Traum. Ich bin gespannt, wie es gleich weitergeht. Sehr aufregend. Der Jens wäscht mir jetzt gerade die Haare aus und es kommt noch eine Fixierung drauf. Was machen wir denn da jetzt genau? Durch die Dauerwellflüssigkeit, die zuerst auf dein Haar gegeben worden ist, sind einmal verschiedene Brückenbindungen gelöst worden und das Haarkeratin aufgeweicht. Das heißt, es muss einmal weich gemacht werden, alles für den Laien erklärt, damit sich die Haare der Form des Wicklers anpassen können. Aha. Das muss abgespült werden und danach kommt eine Fixierung drauf. Die ist vom pH-Wert dann nicht alkalisch, sondern sauer, um das Ganze wieder abzuschließen. Ohne das werden die Haare A. Schrott danach und B. Also noch mehr als sonst. Genau, richtig. Essentiell wichtig. Muss gut ausgespült sein. Okay, danke für die Erklärung. Bitte sehr. Und was sagst du? Lockig. Ja? Ja. Schön. Was ich sehen kann, kann ich sehen. Aha. Ja, wie Sie sehen, natürlich hat sich ein bisschen Farbe ausgewaschen und deshalb machen wir jetzt noch mal ein bisschen Direktzieher drauf. In diesem Fall von Glint das Copper Red, das hatte ich beim letzten Mal auch schon drauf, damit das wieder fresh aussieht. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ihr bereit dafür seid. Nein! Der Mittelscheitel, ey. 90er Jahre Schamhaar Deluxe. Boah, ey. Mensch, Jens! Einmal nachgetönt. Das Sams ist zurückgekehrt. Das Sams. Geil. Ja, füllen wir mal trocken. Gucken wir mal, wie es da ist. Ist das witzig? Mega gut. Der Flug ist real. Wie findest du es denn bis jetzt so? Sehr flauschig. Aber sehr gut. Die Haare haben es auch besser mitgemacht als erwartet. Ja, schön. Ja. Und mit der Körpercreme ist es halt auch nochmal so mit der Intensivpflege auch nochmal ganz gut gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht schon mal sogar am nächsten Mal ein bisschen kürzer schneiden kann. Ja. Vom Deckel her. Aber oh, ich finde es richtig geil. Ich auch. So crazy halt, diese Natur noch halt sein. Ja, das ist halt richtig geil 80s, das ist genau das, was ich wollte. Love it! Ist das geil. Richtig nice, ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Richtig schön Struktur und so fluffig, oh mein Gott. Richtig geil, mega gut. Ich bin sehr happy. Wie findet ihr es denn so? Ich zeige euch das gleich zu Hause auch nochmal in einem bisschen besseren Licht, aber ach, ich bin hyped. Zwischen den Leitern und Umbausachen. Okay, aber so sieht man es wenigstens mal vernünftig. Also es ist genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Die Farbe ist jetzt auch wieder schön und man hat eine richtig schöne Struktur. Und ich denke, ich mache das jetzt so wie bei den letzten Videos auch, dass ich euch dann anschließend nochmal zeige, wie ich das sonst noch so gestylt habe. Noch eine wichtige Info zwischendurch. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist keine richtige Dauerwelle. Es ist eine Hairline, hat Micha gesagt. Das ist dann ein bisschen schwächer als eine Dauerwelle. Also es werden ähnliche Produkte verwendet und größere Roller und dann macht es halt mehr so Wellen als diese ganz kleinen Krauslöckchen. Das Ganze wird sich wohl auch nach so ein paar Wäschen ein bisschen legen. Das heißt, das ist beim Rauswaschen dann auch nicht so glatt, 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 locke, 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 sondern halt glatt, wellig. Also das klingt relativ entspannt vom Styling her. Das Ganze hat auch nur 15 Minuten eingewirkt, also ging relativ fix. Die Haare hatte ich vor 2 Wochen blondiert
Und da muss dann auch Pause zwischen sein, zwischen der Blondierung oder einer Farbe und der Dauerwelle, genau. Das Problem ist ja auch, ihr habt das ja jetzt gesehen, die Dauerwelle zieht unglaublich viel Farbe. Also es hat sich für mich eigentlich nicht gelohnt, dass ich eine Tönung drauf gemacht habe vorher. Aber ich wollte auch nicht 2 Wochen lang mit so einem fleckigen Leberwurst Deluxe rumlaufen. Miau. Und deshalb hatte ich mir die schon mal eingetönt und wir hatten die Farbe jetzt dann nochmal drüber gemacht. Ja, also das ist wichtig. Lasst 2 Wochen auf jeden Fall Zeit dazwischen. Mit der Länge ging das jetzt auch super klar. Micha hatte ein bisschen Probleme gehabt, die hier hinten zu wickeln, weil die da von der Friseurin davor, nicht von mir, sondern bei der, wo ich danach war, noch verschnitten waren. Ja, aber es geht mit so kurzen Haaren. Ich habe nämlich eben schon von einer Bekannten gehört, dass die Probleme hatte, da beim Friseur überhaupt einen Termin für zu kriegen, weil die alle gemeint haben, es wäre zu kurz. Das ist Bullshit. Es funktioniert, obviously. Ich habe jetzt nochmal nachgetönt, weil die Farbe nicht so gegriffen hat. Ich war schlau und habe die Haare nach dem Shampoonieren trocken gemacht und dann die Tönung nochmal pur aufgetragen. Ich muss aber sagen, die hält generell nicht so gut wie Directions oder so. Also die Farbe an sich ist super schön. Ich verlinke euch die auch mal in der Infobox, aber nach 2 Wäschen ist es so knallorange. So sieht das aus, wenn ich die Luft trocknen lasse. Ich habe ein bisschen Schaum reingemacht, aber sonst nichts. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, ansonsten, falls euch das interessiert, wie ich so im Alltag ausschaue und wie ich so style, seid ihr herzlich willkommen, mir auf Instagram zu folgen. Da bin ich täglich sehr aktiv. Also ich poste nicht jeden Tag was, aber ich bin auf jeden Fall in den Stories täglich aktiv. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, weil ich hier ein bisschen inaktiv geworden bin, seid ihr da gut aufgehoben. Und auch immer auf dem neuesten Stand, weil ja, die Videos kommen halt meistens erst so 1-2 Monate später, weil ich keine Zeit habe zum Schneiden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und dass ihr es interessant fandet. Lasst mir mal in den Kommentaren da, ob jemand von euch vielleicht auch mal eine Dauerwelle bekommen hat. Und generell, wie gefällt es euch? Ich finde es richtig cool, aber ich bin auch mega 80s-Fan. Viele sagen bestimmt, boah, voll Oma, aber ich bin auch mega der Oma-Fan. Zuletzt auch noch ein bisschen Cat-Content. Die ganzen großen YouTuber müssen ganz wichtig immer ihre Tiere mit in die Kamera halten. For the cuteness. Aber ich bin kein großer YouTuber. Aber egal, ich habe ein süßes Katz und das dürft ihr euch angucken. Okay, wir verabschieden uns. Bye!